Ja, was ist denn los hier? Hat keiner Bock auf uns oder was? Sind wir zu krass oder was? Klauen wir alle NPCs und hauen ab oder wie? Ja, das Spiel ist hier darauf eingestellt, wenn jemand zu krass ist und zu heftig spielt, dann darf er nicht mit anderen Spielern in der Lobby aus Fairnessgründen. Genau. Und wenn wir verlieren, dann halt auch nur gegen Hacker und Cheater. Natürlich. Gegen normale Spieler würden wir niemals verlieren. Ne, jeden, den wir platt machen, ist ein absoluter Noob. Haben wir ja in der letzten Runde gesehen. Das waren richtige Versager, die wir fertig gemacht haben. Und der uns gekillt hat, der hat bestimmt 10.000 Stunden drin. Das ist ein richtiger Suchti und Hacker. Anders geht's nicht. Ja. Immer, also ich würde niemals gegen normal Spielende verlieren, weil... Ja, gegen faire Spieler verliere ich nicht. In jedem Spiel bin ich zu gut. Also mit Abstand. Richtiger Killer. Ich brauche noch nicht mal Schuss. Ich werf sogar mit Kot und töte. Ja, der Kerl, der uns platt gemacht hat, der hatte bestimmt einen Ping-Vorteil. Der hat den Server gehostet. Oh, das war ein Gründer von diesem Spiel. So ja, war ein Entwickler. Dev, ja. Die sind einfach zu gut für die. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, der hat uns mit einem Raketenwerfer platt gemacht. Atomrakete, Digga. Hat kein Battlefield, deswegen gehen die Gebäude nicht kaputt. Aber sonst wären auch die Gebäude alle weg gewesen, muss man überlegen. Ne? Ja, hat einfach so eine Hacker-Nuke gezündet. Ah, jetzt haben wir zwei, siehst du? Hinweise direkt wieder vor uns. In der. Ja, ich schaue mich sonst um, sonst sehe ich nichts gerade. Also vorne links, vorne rechts und ganz rechts haben wir Hinweise in der Nähe. Die Blätter sehen aber nicht so schön aus hier. Ich glaube, also Max geht eigentlich. Ach doch, jetzt sehen sie schön aus. Die haben bei mir nur ziemlich lange geladen. Textur geladen, ja, das ist mal lustig. Macht dich bereit! Warte auf andere Spieler! Ja, Mann, komm her! Hoppala. Komm mal her, das ist die Stelle von mir. Ich höre doch jetzt schon wieder Schüsse da irgendwo draußen. Ja. Wir haben hier direkt vor uns hier diesen Hinweis. Wir müssen jetzt versuchen, da am Schnitzel hinzukommen, würde ich sagen. Ich habe gerade oben links die Symbole angesehen. Ja, Spinne. Das war auch überhaupt nicht laut. Das ist der Feuerzombie. Achtung! Der hat schon einen Headshot kassiert und trotzdem. Ey. Der hat mich ein bisschen erschrocken. Ja, mich auch, weil er auf einmal doch noch losgerannt ist. Mich hat erschrocken, weil er auf mich losgerannt kam. Ich schleiche hier um die Hecke rum und dann... Da vorne sind nämlich die Hunde, da gehen wir jetzt leise dran vorbei. Der Hinweis ist in dem Gebäude da vorne, glaube ich, wo Cooper und Flavor Weaver draufsteht. Alter, ist das verpixelt. Cooper Weaver, ja. Cooper and Weaver. Das sind zwei Leute. Doggos. Hab ich schon nicht gefunden, glaube ich. Die Munition würde ich jetzt gerne nochmal aufheben. Weißt du was, wir gehen jetzt da rein. Bevor wir noch mehr Munition verschwenden hier. Gute Idee. Guck mal gerade, ob die noch Muni ist, weil ich habe schon viele Schüsse rausgehauen. Ja. Okay, wir suchen sogar die Spinnenhinweise. Sind wir nicht süße Kerle? Mein Freund, nein. Ich bin gewartet auf dich. Oh nein. Aber ich will auch nicht gegen die kämpfen, also lass es die anderen machen, dann greifen wir ein. Die ist so schnell, Digga, da verballerst alle deine Munition eigentlich. Hier liegt noch eine Axt oder ein Hammer oder sowas, ein Hammer. Ist. Schüsse ganz in der Nähe. Ja. Kriegen wir hinten mal einen anderen Hinweis, glaube ich. Ja. Wenn du guckst, bei E, da ist, das dürfte die Richtung sein.
Ja, das dürfte die Richtung sein. Ich frag mich. Okay, die Ausgänge sind alle unten. Aber hier die zwei. Also der andere Boss, nicht die Spinne, der ist. Wird auch wieder nah an einem Ausgang sein. Es wird halt langweilig, wir müssen doch mal moven. So. Hier steht, warte mal kurz, Munition. Lange Munition ist hier. Irgendwas hängt hier in der Luft, guck mal da. Hier. Sind auch Schlüssel. Dann gehen wir hier hoch, würde ich sagen. Mal gucken. Nur von hinten auch gucken. Ja. Scheiße, da ist dieser Rücken komplett offen. Das ist die neue Map, glaube ich sogar. Das ist die neue Map. Wieder runter. Wo bist du gerade? In dem unteren Haus bin ich reingegangen. Hier gefällt es mir aber auch nicht so wirklich. Ich möchte liebend gerne in den Wald. War das ein Zombie? Ja. Mach dir doch im Nahkampf. Spar deine Munition für die Spieler. Die ist schon gierig auf uns warten. Kämpfen die schon gegen den Boss oder was ballern die da so viel? Das kann alles sein, ne? Spinne wird verbannt. Ja, die haben. Okay, das ist aber noch weit weg, aber das ist nah an einem Ausgang. Das werden wir uns holen. Das ist direkt vor uns eigentlich. Wir müssen jetzt aufpassen, es können halt von über Leute kommen, weil die sehen das jetzt auch. Wir sind hier an einer Position, wo andere auch abcampen könnten. Oder wo die uns in den Rücken schießen oder sonst irgendwie etwas. Oder wir gehen weiter zum anderen Boss. Das Problem ist, die werden sich jetzt umschauen und außen alles beobachten, dass denen ja keiner die Beute klaut. Und wenn sie die Beute haben, können sie uns ja für kurze Zeit sehen. Ja. Ja, mal ganz kurz gucken. So, vielleicht hier. Ausschau halten, falls die anderen Spieler kommen, ne? Das Nestling. Können halt auch andere kommen. Wirklich ist es sehr gefährlich. Wir haben auch keinen guten Schutz hier. Haben wir einfach nicht. Ich schlage vor, während die da noch banischen, campen wir den Ausgang. Wir fangen die ab, wenn sie abhauen wollen. Kannst auf die Idee kommen, kein anderer? Der wird auch schon verbannt. Die sind direkt nebeneinander. Als ob. Eingang campen oder was? Ja. Ja, Ausgang wusste er. Du musst das Handy, das Ding haben, die sehen dann immer, ne? Nicht nur für kurze Zeit. Achtung! Komm ich jetzt nicht durch. Ding ist, sie können dann jetzt. Mann, Fischert ist doch gut! Hier rüber Schaden. Wow, sind die Fischer getriggert? Ich komme nicht mehr rüber zu dir. Ich bin schade, gerade fast gekillt. Versuchen einen anderen Weg zu finden. Ich bin ein bisschen überstürzt losgerannt eben. Ich muss jetzt hier gucken, Alter. Ich habe halt nichts mehr. Muss ich hier bleiben, Alter. Ich bleib jetzt erstmal hier und camp zur Not die Leute ab. Ich bewege mich gerade in Richtung der Spinne.
scheinbar. Hatte ich zwar nicht vor, aber jetzt bin ich da. Frage, ne? Ey, ich bin so planlos in dem Spiel. Ja, ich muss halt auch gerade gucken, wo die langlaufen, Alter. Was denkst du? Runter, ne? Zum Ausgang, glaube ich. Ja, die werden wohl den schnellsten Ausgang nehmen. Ich bin am Fighten, ich komme rüber. Wenn ich das halt gekracht werde, dann ist halt so. Bewegt sich zum anderen Ausgang, den ich ansteuere. Einer von denen. Siehst du das? Die kommen zu dem Ausgang hier. Ja. Warte, ich komme zu dir gerannt. Boah, ich bin fast down. Hat der geschossen? Ja, ja. Gegner auf mich. Von hinten. Sind hinter mir, achte mal drauf. Wir werden von 285 zum Dreh kommen. Alter, haben die mir einen Schuss gegeben. Ich war fast instant down. Jetzt weiß ich halt nur nicht, wer das war von denen, ne? Mhm. Scheiße, der eine ist schon abgehauen. Und der andere geht zum anderen Ausgang. Ja, also ich muss jetzt hier ein bisschen Deckung geben. Ich hab halt fast nichts mehr im Leben. Hast du eine Heilspritze oder so? Ich hab nichts mehr. Ich wurde eben von den Viechern schon fast gekillt. Scheiße. Mich ja dann angegriffen, wo du durchgerannt bist. Nee, okay, die... Scheiße, die sind so gut wie draußen. Die anderen beiden kommen wir jetzt nicht so wirklich dran. Der eine ist beim anderen Ausgang. Aber wir werden uns aber nicht in einem Battle gönnen, weil von hinter uns kamen noch welche, das waren nicht die. Ja, guck mal, die zweite Trophäe ist weg. 49 Minuten haben wir noch. Ja, Problem ist, wie gesagt, ich habe nichts mehr im Leben. Ich muss nur gestriffen werden, nicht tot. Und ich kann mich hier auch nicht mehr wegbewegen, Alter, weil die werden das safe abcampen. Kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sie da jetzt noch bleiben. Ja, Digga, wenn ich einen fast totschieße und weiß, dass er hier in die Richtung gelaufen ist und jetzt hier rauslaufen muss, dann campe ich da ganz einfach. Kannst du nicht quasi von deiner Deckung weglaufen Richtung Gebäudekomplex und da durchgehen? Nee, ich muss nur gestritten werden, aber okay. Kommt zu dem anderen Ausgang hier vorne. Ja, halt mir mal ein bisschen Rücken frei noch. Wie gesagt, ich habe nichts mehr, ne? Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich zu dir komme. Die werden hart beballert, die kämpfen da hinten, richtig. Ich muss zu dir so aufpassen. So, das da vorne ist die Kutsche. Da oben ist so einer. Abgetroffen. Auf genau 300 auf dem Balkon. Ich hab den noch getroffen, Digga. Das ist aber keiner mit einer Beute. Achso, nee, ist ein normaler Spieler. Also wenn es knapp wird, hier ist direkt die Kutsche. Du könntest abhauen schon mal. Ich würde mir den gerne holen. Pass auf, der aimt jetzt bestimmt auf mich. Siehst du, wo ich meine? Also ich kannst du diesen Vorsprung zu sehen? 300, ja. Weißt du den Felsvorsprung? Da ist ein Balkon, da auf dem Balkon stand der. Da hat er einen Schuss auf mir gekriegt. Balkon. Ich sehe keinen Balkon von meiner Perspektive aus.
Ich aber, ja. Hast du ihn? Nein. Der campt ab jetzt, der empty rüber. Du musst halt mal vorgehen, so. Jetzt müssen wir den rushen, der hat ja Schuss abgekriegt. Ich wusste, welchen Balkon du meinst. Ne? Also der eine extrahiert jetzt gleich. Der ist beim anderen Ausgang. Der. Ja, aber wir werden hier abgecampt. Ich habe kaum noch Leben. Die ziehen doch schon die ganze Zeit rüber. Ich muss halt mal gucken, das ist das Problem. Jetzt sag mal, weißt du, wurde ich noch nicht beschossen? Ja, weil sie sich nicht gesehen haben. Hier vorne um die Ecke. Da ist ein Balkon. Aber da musst du halt hingucken, sonst siehst du das ja nicht. Muss halt nicht. Ja, aber ich weiß nicht, was ich da machen soll mit einer Shotgun. Also ich kann dir da keine Hilfe sein. Ich kann dir zeigen, aber ich habe keinen Bock, jetzt sinnlos drauf zu gehen. Ich habe den schon gut einer mitgegeben. Da hinten läuft er. Auf 255. Ich hätte mal nach hinten ausschauen, ob er einen Kollegen hatte, von hinten kommen will. Hab ihn leider nicht getroffen. Also die Beute ist alles weg. Kutsche, wo war das? Hier geradeaus, auf den Schienen. Also dieser, direkt neben dem Waggon. Ich hab halt eh nichts mehr im Live. Viel bringt das für mich jetzt auch nicht mehr. Wie sieht es kein Vieh mehr. Die Beute ist schon wieder komplett weg. Die GB haben wir aber auch ein Pech, Alter. Wir hatten in der ersten Runde Glück, aber wir haben es versaut. Weil wir zu dämlich sind. Ich meine, weil die gehackt haben. Bist du schon am Extrahieren, da wo du schießt? Ja, ich hab's erstmal gezogen, ja. Okay. Schade, dass der Typ nicht gestorben ist. Ich hab ihm halt gut eine mitgegeben, aber war auf übelster Reichweite und hat mit Schall gedämpft. Ne? Ach Mann. Und jetzt schieße ich dir ins Bein. Alles schon erlebt, Digga, mit Randoms. Alles schon erlebt mit Randoms. Ja, im Sinne von. Wir hauen nicht zusammen ab. Alles meins. Mhm. Die erste Runde hatten wir Glück, da haben wir es versaut. Die anderen Runden hatten wir jetzt Pech. Mhm. Beziehungsweise ich kann's auf meine Erfahrung schieben. Ja, ich hab, das ist jetzt erst meine vierte oder fünfte Runde gewesen. Ja, ich kann's darauf schieben. Was ist deine Ausrede? Und zwar habe ich auch nicht mehr gespielt. Das Spiel halbwegs umgedreht. Das Problem ist, ich steige jetzt die ganze Zeit vom Rang her höher, dass bald meine Charaktere sterben können, aber wir haben noch nichts gerissen in der Zeit. Aber immerhin, ich habe Geld gefunden gehabt. Teamdetails, jetzt bin ich mal gespannt. Fenguan ist mit einer Beute abgehauen. Louis, der mit einer Beute als erst abgehauen ist, war alleine, ohne Team. Wenn wir nur schneller gewesen hätten, wir hätten den so fertig machen können. Scheiße. Ich komm gleich wieder schon kurz pinkeln. Das wird schon. Guck dir mal meinen Namen an. Ken McKenrick, ja, das ist natürlich auch einfallsreich. Ich bin richtig krass. Genau, wer besser als man selbst ist, ist ein Cheater, schreibt der Chat. Das ist absolut richtig. Ja, das sage ich auch immer. Es ist halt so. Hm. Jetzt sollen wir richtige Rambo-Moves machen, Alter. Ja, damit kommst du halt nicht so weit, ne? Aber manchmal kriegst du wenigstens einen Kill.
Wie eben, hatten wir 3 Jägerkills. Das war eigentlich eine gute Quote beim ersten Match direkt. Ja, wir müssen nochmal direkt den Boss finden und da campen. Und am Anfang direkt rein, wenn man einen Hinweis vor der Nase haben. Also, kann es auch sein, dass Leute neben einem spawnen. Das Pech gibt's auch manchmal, aber... Das sind dann Cheater, wenn die halt gewinnen, weißt du? Ja, aber wir laufen jetzt da rum, finden direkt den ersten Hinweis, da ist der Boss, und dann schlagen wir Zelt auf, machen ein paar Marshmallows und warten, dass Freunde kommen. Ja, ja, vielleicht wollen die ja mit dem Marshmallows essen. Stell mal vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Sondern all nur zum genüsslichen Zuckerschlecken. Mhm. Das hat sich erledigt. Links von uns, rechts von uns. Links sieht näher aus, würde ich sagen. Ja, warte mal kurz auf die Karte schauen. Links ist Richtung Ausgang auch noch. Dann gehen wir zum zweiten Boss. Der zweite Boss ist nicht die Spinne. Alles klar, wir gehen nach links. Nein, links ist die Spinne. Wir gehen nach rechts. Nein, links ist näher. Wir gehen nach links. Wir gehen nach links. Warum spawnen wir eigentlich immer im Gebiet der Spinne? Hasst das Spiel mich? Die wollen ja halt sagen, hey Bruder, mach mal Spinne. Läuft ja auch bei Grounded schon immer so glatt. Ach ja, auf, Alter. Grounded muss ich auch nochmal zocken. Dieses große Update habe ich noch nicht mitgezockt. Du auch noch nicht, ne? Nee. Da gibt's ja jetzt diesen Spinnenboss. Ja, riesig. Ah. Krieg ich jetzt schon Gänsehaut von. Hinweis ist links. Also nicht da in dieser Burg drin. Ist ja dann links daneben irgendwo. Noch eine Grunt, Alter. Tatsächlich. Ja, yep. Ich habe die Punkte, deswegen will ich immer mitmachen. Ja, ist okay. Die Krähen waren ein bisschen ungünstig. Ja, ja. Aber die kannst du auch als Ablenkung nehmen. Oftmals ist es ja nur noch Ablenkung. So, ne? Mhm. Also Leute schießen auf Reichweite, zum Beispiel auf Krähen, aber es sind gute Spieler dann, die wissen mal, wie es geht. Aber 2 Kopfschüsse und dann warst du tot, oder wie? Normalerweise glaube ich sogar einer. Aber der Schalldämpfer macht, glaube ich, den Schaden geringer. Das könnte sein. Das wäre ja auch ein bisschen OP. Wenn mal die Mutter von Resident Evil 7 genauso easy gewesen wäre. 2 Schuss in den Kopf. Da ist ein Pferd. Hat gewiehert. Wo? Da sind Schüsse. Hinter uns. Aus der Richtung, aus der wir kamen. Ja, geil, geil. Hinweis. Hast du denn was? Mensch, was ist mal dahin? Das ist hier die Map, okay. Oh, shit, so dickes Monf wieder weg davor, habe ich mich erschrocken. Du heiliger Hurensohn. Fuck, waren das jetzt deine Schritte, die ich die ganze Zeit gehört habe? Ich habe mega Paras. Weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass wir verfolgt werden. Ich muss halt hier gerade echt einen Scheiß hier legen. Alter, hab ich mich erschrocken. Wo bist du denn? Ich bin noch hier oben beim Turm. Ewig weit weg, Alter. Warte, ich muss mal wieder zurückkommen. Nein, du hast nicht meine Schritte gehört. Komm, schieß auf den, der ist hier vor mir. Wo ist der? Hat der ist, glaube ich, auch tot. Wir haben uns, glaube ich, beide gekillt. Digga, was hat der für ein Level gehabt? Also, komm mal runter zu mir, kannst du hochheben. Ja, hier ist Feuer, Sekunde, da hinten. Ja, ich habe den mit Molotov abgeworfen, alles. Genau da drin liege ich auch, glaube ich, hier. Guck mal, ob der da liegt. Ja, er ist auch tot, ne? Guck mal links. Guck mal links neben dir, den müssten haben. Ja. Ja, ne?
Ich raub ihn mal schnell aus. Ja. Was hat denn der für eine Waffe? Ja, den nehme ich auf jeden Fall mit, Alter, der kleine Hurensohn. Meine Waffe. Mit meiner Waffe kann ich halt so gut wie gar nicht zielen. Wie kann man dann. Wie kann man denn Kimmer und Korn schauen? Gibt's das nicht auch noch? Rechtsklick. Rechtsklick macht er bei mir nicht richtig. Also der hält sie nur so rechts in der Hüfte zum Schießen. Ja, das kannst du nicht mit der Schalldämpfer hier, ne? Ich brauche unbedingt was zum Heilen. Scheiße. Nee, der macht das auch nicht. Welche Taste ist denn in meinem Modus Kim und Korn? Oh, mittlere Maustaste ist markieren. Ja, vielleicht SRG noch. Nee. Oh, scheiße. Genau, dann machst du es. Ja, genau dann, wenn man einen Schuss hört. Oh, was zum Heilen. Ne, drück mal ganz zweimal schnell Rechtsklick. Ich glaube, das war das. Nee, ne? Nee. Scheiße. Wie zieht der immer durch Kim und Korn? Shit, Alter, mein Leben ist halt so schon lost. Wir haben aber auch so tausendmal aneinander vorbeigeschossen. Der war auch nicht gut. Ich auch nicht. Das hätte ich besser machen können. Ja, was zum Healen, Mann. Ich brauche was zum Healen. Verfickte Scheiße. Hörst du das auch? Bro, ich bin ganz woanders. Du stehst schon wieder hinten rum. Ich bin hier am gucken, dass ich irgendwo rauskomme. Ich habe versucht, dir den Optionen zu schauen. Und da habe ich Schritte gehört über mir. Hier ist noch ein Hinweis, deswegen auch vielleicht. Ja. Ja, aber du bist noch ganz da hinten. Über mir. Und Schüsse in der Nähe. Auf. Sind auf jeden Fall irgendwo ganz nah. Ja, da kommt der Dicke. Hinter dir. Wo? Von der linken Seite aus kommt der Dicke. Die kämpfen bestimmt schon gegen den Boss so viel, wie die schießen. Lass uns. Das hat noch einen Hinweis, ne? Die Hinweise, die geben. Wie kann ich da zielen? Das ist doch lächerlich. Maus 2, ja, schön, Maus 2. Schrotflinte hast, kannst du die, glaube ich, nicht auf Kim und Korn machen, ne? Aber das war's kein Schrotflinte mehr, ne? Nein. Scheiße, wie soll ich denn so? Wie soll ich denn sowas treffen auf Entfernung? Fadenkreuz ist so breit im Inneren. Ich glaube, ich brauche dich jetzt mal hier gleich. Okay, ich habe wenigstens schon mal zwei Kielbalken wieder. Oh, jetzt weiß ich's. Fuck, ey. Scheiße, hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich den kalt machen können, bevor er dich down gekriegt hätte. Weil ich hatte vorher Schussfeld, aber ich habe daneben geschossen wegen dem scheiß Fadenkreuz. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Mann! Wie viel Schuss hält der dann aus, weißt du das? Ja, keine Ahnung, wir sind zu laut auf jeden Fall dafür. Mein Gott, der rennt so schlecht. Weil wenn du zwei Hinweise hast, es gibt halt alles gut XP. Was ist das ja? Es gibt alles gut XP. Steht der immer noch da? Ja. Digga, dieses Scheiß hier, ne? Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich ziele. Wie denn? Rechte Maustaste halten und dann Shift halten. Der kommt zu dir. Mann, verpiss dich, du fetter kleiner Wichser. Was hat er denn da für komische Moves, Alter? Oh, die Schüsse sind nahe, die kommen zu unserem Hinweis gleich. Abcampen vielleicht. Das ist vielleicht eine Möglichkeit sein könnte.
Könnt ihr auch den Hinweis holen, den wir schon geholt haben? Ist er für den noch da? Der ist dann weg. Ah, okay. Das heißt, die wollen den Hinweis. Gut. Die Fetttante steht da einfach immer noch. Das kann doch nicht sein, dass jetzt so ein fettes Vieh, so ein fettes Mistvieh da abkämmt. Alter, das hab ich ja auch. Aber ist okay. Wenn sie den Hinweis haben wollen, dann müssen sie das fette Vieh töten. Und das ist unser Vorteil dann. Ja, schon. Wenn du nach 285 schaust, da ist der Ausgang für den Notfall. Das habe ich halt auch noch nicht erlebt, das ist so dreist. Guck mal hier, guck mal, komm mal jetzt zu mir und schau mal da hoch, wo ich hinziele. Da ist was zum Holen. Wo ist was zum Holen? An der Wand, oben. Das hier. Ich glaube, das für dich auch noch da ist, ja. Ja. Hörst du auch Schritte? Weiß nicht, ob Schritte sind. Der eine ist halt schon tot. Also alle Spieler haben wir auf jeden Fall Minimum schon weg. Ich glaube, ja. Der war auch alleine, weil da kam keiner. Bei der einen Trophäe, die sind zu zweit. Das ist ein Zweierteam. Die hocken da noch. Die wollen wahrscheinlich zu dem Ausgang unten links. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn du irgendwie dich bewegst. Weil ich jedes Mal denke, jetzt kommt einer. Weißt du was? Lebt du jetzt? Bro. Ey, wie viel Schiss das aushält. Es reicht mir halt irgendwann. Es kann doch nicht sein, dass das Ziel da echt rumcampt. Normalerweise ist ja hier auf diesem links, meine ich, auch das Crit-Feld, aber muss dann natürlich wieder aufpassen. Ich weiß nicht, ob das hier eine Schrotflinte ist. Nee, das ist nicht. Okay, dann holen wir uns mal den Hinweis. Komm wieder hier rein. Ja, ich weiß halt nicht, wo der andere Hinweis ist. Nach oben rechts müssen wir auf jeden Fall. Da hinten rüber. Ja. Ja. Versuchen wir es mal. Das hörst du auch, oder? Direkt hier oben. Ja. Das sind, glaube aber ich, oder? Sind das die Trophäenträger, die da? Nee, die sind weiter weg. Ja. Aber direkt hier über uns, ne? Kann weiter weg sein. Ich kann das doch nicht so richtig zuordnen. Zumindest war es in die Richtung, in die wir hin wollen. Ja. Ja.
Die Ränder, die Ränder. Hast du nicht gehört? Mhm. Das sind Safe Steps, die da rennen. Ja. Ganz nah. Bereithalten, bereithalten. Nicht so nah beieinander stehen wegen dem Molotow. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter weg. Ich glaube, so in diese Richtung wenden. Wo ist denn hier markiert, Alter? Ich meinte eigentlich ganz woanders. Sind auf jeden Fall in diese Richtung dahin gegangen. Alter, dieses Geräusch macht mich wahnsinnig von der Markierung. Ich bekomme jedes Mal bleibt mein Herz kurz stehen, wenn du was markierst. Warte, ja, Ahnung. Die laufen jetzt vorne. Laufen da. Siehst du einen? Nein. Da in der Richtung irgendwo. Ich sehe einen. Da ist er auch. Der ist alleine, glaube ich. Okay. Ist er durchgelaufen? Ich bin auf der anderen Seite der Mauer von dir, bei den Büschen. Da in etwa ist auch der Ausgang. Da will der vermutlich hin. Dann komm mit. Dann holen wir uns den auch. Der ist halt hier gerade durchgegangen, hier durch diesen... Hm. Ich höre Schritte von hinter uns. Safe? Ja. Hinter der hohen Mauer, glaube ich. Oh shit. Ja, ja, da kommt einer zu dir, genau da. Der rennt aber nicht hier den Weg runter. Der ist so nach... Ja, der ist dann weiter geradeaus runtergelaufen. Ich habe den nur ganz kurz gesehen, so den Kopf. Ich nicht. Der hat mich nur wahnsinnig gemacht. Ich habe nichts gesehen. Ich hatte mich im Busch versteckt. Fuck, Alter, was geht denn da ab? Überlegen, 3 Stück sind raus. 2 Extraktionen und einer tot, Minimum. So, einer ist hier runtergelaufen, hier zwischen die Dinger durch. Einer ist da vorne lang, also es ist... Hast du jetzt mitgezählt, wie viele sind das? Das müssen 5 schon gewesen sein, vom Sehen her. Das ist uns 7, also vorne 3 Stück an einem Kampfbericht, Minimum. Also nicht ja, Minimum. Maximal 5. Es können ja 12 immer, pro Lobby. So, dann soll es auch hochgehen. Also früher waren es 10, aber das wurde geupdatet auf 12. So, der eine ist halt hier runtergelaufen, ne? Das ist gefährlich dabei. Die Spinne hat halt echt noch keiner. Und da bekämpfen die sich die ganze Zeit. Die bekämpfen sich gegenseitig und die Spinne. Und die werden die wahrscheinlich jetzt gleich verbanischen. Weil jetzt ist es still geworden. Da unten höre ich Hunde bellen. Wieder Schüsse. Komm jetzt so ganz normal zu dir. Pass auf, nicht zu viel reden. Wir müssen gucken, dass wir das leise nur noch wichtig ansagen. Weil wenn der Typ hinter mir ist, höre ich das halt nicht. Ich habe dich nämlich auch laut gestellt gehabt, damit die Viewer das auch zur Not hören. Der eine ist halt straight hier runtergelaufen eben, wie ich gesagt habe. Der andere ist hinter mir. Dann sehe ich 2 Zombies.
Glaubst du, in der Sägemühle ist der Boss? Oder in der Viehzucht? Ich muss mal hier in der Mitte durchgucken. Immer so ruhig, ne? Ja, außer deine Schritte, die sich anhören, als ob hier ein Riese vorbeistampft. Ah, das war da nicht anders. Dabei habe ich extra Socken über die Schuhe gezogen. Das ist bei anderen halt auch so. Das ist ultra laut, das Laufen. Hier ist alles extrem laut. Das Problem ist, wir sind ja in einer ganz schlechten Ecke, weil hier überall Wasser ist, um darüber zu kommen. Wir müssen einmal außen rum. Wir müssen mindestens zur Sägemühle gehen. Karte. Ich hab grad wie so gehustet. Ich weiß, ob das Zombies machen. Der eine Zombie, der hat eben. Oder? Ja. Muss doch ein Zombie sein, oder? Das klingt zu verdächtig. Ich vertraue jetzt mal auf mein Gefühl. Muss ziemlich sicher in der Sägemühle sein. Da wird wahrscheinlich einer warten und noch nicht gegen den Boss kämpfen wollen, weil er denkt, dass da noch jemand kommt. Das heißt, wir dürfen keinen Schuss von uns geben. Kann sein. Wir müssen warten, bis er ungeduldig wird. Ich denke gerade, wie der eine ist ja eben, wie das zum Extraction gelaufen sein könnte. Das vermute ich sogar. Oder er bekämpft den Extraction Point, bis jemand mit der Spinne irgendwie dorthin kommt. Weil, wie gesagt, das war den Typen, den ich gesehen hatte. Der, den du gesehen hast vom Kopf, der hat mit jemand anderen, glaube ich, gekämpft. Also ich glaube nicht, dass er in einem Team war. Dafür beide, glaube ich, im Team. Der eine ist gerade alleine gelaufen, der ist alleine gelaufen, meine ich. Bin mir da jetzt aber nicht zu 100% sicher. Ja. Alter, bis man mal hier erstmal um das Wasser herum ist. Mal läuft es so laut, ne? Ja, deswegen bin ich nur am Schleichen. Ja, das dauert mir immer zu lang, meistens. So, in Close Combat, ja, auf jeden Fall. Da ist ein Dicker. Ja, aber man hört die Schritte unglaublich weit. Ich habe ja schon den einen ewig weit hergehört. Ich weiß, wie gesagt. Da. Wait, wo gehen wir denn hin? Hä? Du wolltest doch mal rumlaufen, hast du doch irgendwie. Ja, aber hier ist die Sägemühle. Direkt vor uns, ja. Und von da kam auch gerade der Schuss. Ich bin gerade irgendwie in die andere Richtung gelaufen. Achso, nee, stimmt, wir müssen das Wasser so überqueren. Okay, jetzt habe ich es verstanden wieder. Ich habe die Form des Wassers völlig falsch eingeschätzt. Und da bin ich ins Wasser reingetreten. Jetzt habe ich sie in der Socke. Alter! Was ist das für ein komischer Teich? Ich gucke jetzt gerade auf die... Das ist doch die Sägemühle da. Ja. Müsste das ein bisschen leiser sein. Wie gesagt, wir müssen uns irgendwie ranschleichen. Und ich höre dann nichts. Warte mal. Weil ich vermute immer, dass hier der Typ irgendwo kennt. Wir müssen alle von außen rum mal dran. Ich höre die ganze Zeit so einen dicken Atmen. Dieses Grollen. Ja, ja. Von dem müssen wir uns fernhalten. Spinne wird verbannt. Nee, in der Darrow-Viehzucht ist es. Ja.
da kann man. Ja, einfach mal riskieren, ne? Ja. Lass mal kurz auf die Karte schauen. Okay, das ist jetzt geradeaus. Dazu müssen wir übers Wasser. Die werden jetzt überall rausschauen, vorsichtig sein und auf uns warten. Wenn wir die besiegen, bevor sie die gebanished haben, können sie uns aber nicht direkt orten. Scheiße, ich habe keinen guten Blick auf diese Viehzucht. Das sind noch Schüsse, die kämpfen auch noch. Sind jetzt wieder leise. Schüsse kamen auf jeden Fall auch von woanders her. Wir müssen sie auf jeden Fall töten, bevor es fertig verbannt wurde. Als ob wir nochmal durchs Wasser müssen. Alter, fuck it. Ich lauf einmal durch. Da ist eine Hive. Alter, dieses Fickwasser. Das Banishen geht viel zu schnell. Warte mal. Ich hab von rechts, glaube ich, auch noch was. Ist in einer vertieften Position. Wir dürfen die nicht banishen lassen, sonst sehen die uns. Nein, du bist nicht genau markiert, du hast nur so einen roten Punkt in der Nähe. Das ist Fläche. Yo, das sind einfach zwei, drei Hives, Alter. Keine Chance. Digga! Oh, ja. Ja, das macht einmal alles kaputt hier. Digga, hört das auch mal auf. Das sind einfach drei Stück, Digga. Hört dieses scheiß Gift auf. Ich sehe ja gar nichts mehr, ne? Das ist halt absolut ungünstig. Wenn er es nicht gleich aufhört, dann macht er jetzt. Ist halt richtig uncool, ne? Scheiß Viecher jetzt natürlich hier vorne durch diesen Stütz mich gesehen haben, Alter. Ich jetzt wünschte, einen Schalldämpfer zu haben. Der eine da ist mir im Weg. Alles voll mit Hive. Er hat alles voll mit Hive, das ist so unglaublich. Gehen in den Hinterausgang, die gehen den Weg, den wir nicht abdecken. Genau auf der anderen Seite sind sie. Okay. Was ist das denn für ein Grosch? Oh Gott! Was war das? Dynamit hat er auf mich geworfen, der hat mich gesehen. War es einer? Die müssen zu zweit sein. Das waren ja zwei, die Beute gut. Ja, von rechts irgendwo.
über dir, ein bisschen links. Da. Der hat dich mit der Sicht gesehen. Mate liegt ja hier. Heizt sich gerade was? Also ja. Wo ist der Typ, ist die Frage, ne? Er kommt. Dieses Gas, was ich da geworfen habe. Das hält ja ewig. Das ist die Frage, wo ist der? Da müsste der sein. Du siehst ihn, glaube ich, auch, wenn er die Beute hat. Genau vor uns auf 135. Ich glaube, du siehst die Beute dann. Mhm. Als ob. Was denn? Der gehörte nicht zu denen. Das sind immer noch zwei mit Beute da vorne. Auf der Karte sind zwei Blitze. Nee, das heißt nicht. Das heißt, glaube ich, ich glaube, sind, oder? Ich weiß nicht, weil es hat auch nur einer eine Beute in der Hand. Das siehst du von den Strichen oben. Das heißt, eine liegt vielleicht noch da, deswegen. Das kann sein. Wait, da liegt einer tot auf dem Dach, das ist aber nicht der, oder? Auf dem roten Dach liegt hier einer tot. Echt? Eine Beute liegt halt noch da, ne? Dann hab ich gut gegeben, hab ich halt gut weggemacht hier den Typen. Und den anderen halt beschäftigt mit diesen Nades, die waren halt echt gut. Mhm. Sind wir Zaun geklettert so? Oh Gott! Wo ist der? Keine Ahnung, der hat irgendwo von irgendwo auf mich geschossen. Der ist da drin, der ist da drin. Okay, ich sehe es leider nicht. Pass auf, dann, meinst du, es sind noch zwei, meinst du? Ich glaube schon. Ich denke den mal ab. Ach, dann kommt der Dynamit rausgeflogen, egal. Halt du, Schacht. Ja. Ich mache gar nichts. Ich muss ganz außen rum. Ja, ich versuche ihn abzulenken hier auf dem Dach. Wow, was war das denn? Hä? Durch die Wand hat er geschossen und sowas. Ernsthaft? Ja, ja. Der ist irgendwo unten. Der hat unter durch die Wand geschossen unter mir. Was genau. Mach ich? Der ist unter dir.
Genau unter dir in dem. Oh Gott! Alter, hab ich mich erschrocken! Ja, Digga, also der ist mir schon sehr merkwürdig, muss ich sagen, ne? 7 Meter war er von mir entfernt. Der hat durch die Wände die Leute. Ja. Ich konnte den nicht hören eigentlich. Tötungsansicht, ich guck mir die mal an. Von mir aus hat er geschossen. Ich weiß es nicht. Ah, Scheiße. Hermerson, Rang 100 ist der. Prestige 17. Wow. Wow, mit so Leuten spielen wir natürlich zusammen. Lächerlich, Digga. Mit so Leuten spielen wir. Was soll denn der Scheiß eigentlich? Hätte ich mal anders überlegen sollen, da das Matchmaking, wenn sie schon eins einfügen. Hm. Lächerlich, Digga. Zwei Jäger haben wir getötet. Ja, haben wir, stimmt. Ja, Moment, Mission verlassen. Ich habe ihm noch zugeschaut. Der läuft da noch rum. Der wartet vielleicht noch oder der läuft jetzt gleich zum Ausgang. Oh Gott. Mir ist fast das Herz stehen geblieben, als er mich erschossen hat. Ja, er schießt halt durch Deck und Wände, du, also, I don't know. Also, ja gut, aber mit 100, das... war schon heftig. Ja, aber so Leute sollten auch nicht bei uns spielen, wenn es halt einfach so ist. Es kotzt übelst an. So, ich muss glaube ich noch neue einladen, hat glaube ich zu lange gedauert, deswegen ist er da nicht mehr drin. Ja. Warte mal kurz, ich bin ja gerade noch bei der Übersicht und alles. Ach, das interessiert mich gerade. Die Runde fragt mich gerade, ob ich es geschafft habe. Ich spiele. Teamdetails. Ach, die sind alle von den Stufen ja viel zu hoch für mich. Da Hermerson ist Stufe 2, also so stark wie du scheinbar, oder? Nee, 3 hat er.